Du darfst jetzt. Und umso länger wir es schaffen, oder umso besser wir es schaffen, die Entwicklung zu verlangsamen und die Zahl der Neuinfektionen möglichst niedrig zu halten, indem jeder eben im Alltag mithilft, durch eigenes Verhalten Infektionsrisiken für sich, aber vor allem auch für andere zu reduzieren, oder indem wir eben als Gesellschaft auf bestimmte Dinge verzichten. Und das Thema Großveranstaltung ist ja ein Thema dieser Tage. Gewinnen wir Zeit, um besser auch forschen zu können und intensiver forschen zu können, um bessere Möglichkeiten zur Therapie und möglicherweise in der Perspektive dann auch zur Impfung zu haben. Das ja, von Behandlungsmöglichkeiten gegen Covid-19. Ich darf begrüßen. Aber wenn die Ergebnisse positiv sind, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, dann will ich nicht ausschließen, dass schon im nächsten Jahr, also in 2021, vielleicht größere klinische Prüfungen der Phase 2 oder 3 beginnen könnten, mit Tausenden, vielleicht 10.000 Vampiren, die natürlich aufgeklärt werden, freiwillig an diesen klinischen Prüfungen teilnehmen. Beziehungsweise als unterm Strich kosten-nutzen-technisch eher schädlich. Hallo?